Held mahnt zur Vorsicht. Schalke-Sportvorstand Horst Held hat vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid vor Verletzungen gewarnt. Man wolle sich mit Anstand aus der Champions League verabschieden. Die Priorität liege aber auf der Bundesliga, sagte der 44-Jährige zu Sport1. Man komme jetzt wieder in die englischen Wochen und ihre Personalsituation würde das nur schwer verkraften. Er wolle nicht, dass sich bei Real ein Spieler verletzen und dann gegen Braunschweig ausfallen würde, so Held weiter. Kahn glaubt an Hoeneß Rückkehr. Oliver Kahn kann sich eine Zukunft von Uli Hoeneß nach seiner Haftstrafe beim FC Bayern vorstellen. Am vergangenen Donnerstag sei am Landgericht München nicht der Bayern-Präsident, sondern die Privatperson Hoeneß verurteilt worden, schrieb der 44-Jährige in seinem Blog auf bild.de. Er könne sich gut vorstellen, dass er auch aus dieser schwierigen Situation wieder zurückkommen werde. Wer Hoeneß jetzt abschreibe, kenne ihn schlecht, betonte Kahn. Zenit holt Vias Boas. Der Portugiese André Vias Boas ist neuer Trainer bei Dortmunds Champions League-Gegner Zenit St. Petersburg. Wie der russische Verein auf seiner Homepage bekannt gab, erhält der 36-Jährige bei Zenit einen Zweijahresvertrag. Im Champions League-Rückspiel gegen Borussia Dortmund wird der Ex-Coach des FC Chelsea allerdings noch nicht auf der Bank sitzen. Messi hält Barca die Treue. Barca-Star Lionel Messi hat Gerüchten um einen möglichen Wechsel zu Manchester City eine Absage erteilt. Er habe vor, seine Karriere in Barcelona zu beenden, sagte der 26-Jährige dem britischen TV-Sender Sky Sports. Solange ihn die Menschen haben wollten, sei er in Barcelona glücklich, erklärte der Argentinier. Manchester hatte Messi angeblich für 200 Millionen Euro auf die Insel locken wollen. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr auf Sport1.